Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soma. Ich heiße nicht nur Lomlom Silver, sondern auch dich recht herzlich willkommen zu diesem tollen Spiel. Ja, Folge 28 und ich rede ein bisschen leiser, weil draußen läuft ein Vieh herum, was dafür sorgt, dass wir vielleicht sterben könnten. Aber nichtsdestotrotz, Moment, muss ich mal kurz wieder... Hallo? Ich kann mich nicht mehr hinstellen. Achso. Ja, ich bin sehr klein. Ein kleiner Mensch. Genau, wir müssen ein bisschen rumlaufen und gucken, dass wir was finden. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir gehen erstmal die Räume ab und gucken, ob hier irgendwo was ist, was wichtig ist. Untersuchungsraum. Das könnte auch hilfreich sein. Ich mache mal zu. In der Hoffnung, dass das Vieh da nicht zu uns kommt, aber oh Gott. Alter, oh Gott, oh Gott. Habe ich erwähnt, in der letzten Folge habe ich erwähnt, dass ich gegessen habe gerade und Alter, wie eklig ist das denn? Ja. Oh. Terry Akers, Chief Factor at Delta, First Assessment. Joining today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious. Okay. Wow. Okay. Augen ausgekratzt. Okay. Ist das der Rest von ihm? Warum suppt er noch? Warum suppt es hier noch? Wie lange ist das jetzt schon her? Alter. Strukturgele. So, gibt es hier noch irgendwas? Was steht hier? Kann ich nie lesen. Will ich auch nicht. Mach ich auch nicht. Mhm. Hier draufklicken kann ich nicht, ne? Das reicht schon. Alter, diese Tabletten. Das Spiel macht mich schon ein bisschen fertig. Achso, hätte ich auch hier reingehen können. Ja, wunderbar. Das war der Untersuchungsraum. Hä? Medizinisches Labor. Hier waren wir auch schon. Achso, dann hätte ich da reingehen können. Na gut. Ist hier Ende? Ja. Sieht's so aus. Warum es denn Ende ist, weiß ich auch nicht. Das Bild wird wieder schlecht. Ich muss mich kurz verstecken. Hört ihr das? Freunde, Freunde, Freunde. Sollen wir mal umdrehen und gucken, was passiert? Ist doch gar keiner. Das Schlimmste bei Spielen finde ich immer nur das, oder bei Filmen auch, ist immer das, was du nicht weißt, was es ist. Also dieses Unerwartete so, oder wie bei Paranormal, wo du nicht überhaupt nicht abschätzen kannst, was der Gegner ist. Also so ein Splatter-Viech, was hinter mir her ist, ist ja eigentlich noch okay. Das ist okay. Also, ihr wisst, was ich meine. Wollte ich hier rum? Scheiße, wo wollte ich hin? Alter. Hey, wer bist du?
Gut, red nicht mehr mit mir, wie unhöflich die Leute hier alle sind. Ey, das ist unglaublich. Schnell mal kurz gucken. Akers, okay. Terry Akers, Alter 66, Geschlecht. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe, und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Lies mich über Harts absurde Geschichte über die geschehnliche Balamda nachdenken. Könnte es tatsächlich sein, dass die WoW irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des Menschlibers? Der Angst, mich umzudrehen. Oh, wir waren schon am 16. Januar. Entschuldigung, ich hätte sie hier lesen sollen. Guy Conrad. Konrad ist tot. Oh! Nein. Gottes Willen, schöne Grüße. Nach dem Arc Neuroscan kochte er sich sein Gehirn mit einem WRAM-Maser zu Brei. Eindeutig ein weiterer Kontinuitätsenthusiast, der sich das Leben nahm, um sich seinen Platz auf der Arche zu sichern. Dann, schon, 1. November 2103, Geschlecht W und ja, Alter 37, Catherine Chan. Wie gewöhnlich ist Chan stabil und stark bemüht, ja, Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte hier nicht sein, Strohmeier, aber besteht auf eine weitere Evaluierung. Chan ist nicht störrig oder unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es sich nicht vermieden werden kann. Sie hat generell Schwierigkeiten, mit anderen zu kommunizieren, besonders mit Ärzten. Catherine Chan hat einen schwachen Charakter und ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, das ich nicht aufregen möchte, also schweigen wir uns etwas vor und lassen die Zeit verstreichen. Vanessa Hart. 28, Geschlecht weiblich. Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur zu Prellungen und Unterkühlung geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, dass sonst niemand zurückgekehrt ist. Ja, das hatten wir schon gehabt, also das war's, Freunde. Ach, ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Das sind also nur so Ordner, die ich so rausholen kann. Da ist auch nichts drin. Ist immer sehr beruhigend. Okay, da ist noch ein Zimmer, da kommen wir nicht rein. Wahrscheinlich ist das Ziel. Ach, hier ist das, wo es so subt. Okay, alles klar. Ja, wahrscheinlich sind das da die Toten. Naja, genau, da müssen wir wahrscheinlich rein. Irgendwie. Okay, okay, okay. Das Lager, waren wir hier? Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Achso, da kann man uns nur heilen. Ja, genau. Da kam mir nicht rein. Okay, okay, okay. Wir kreisen das Ganze so ein bisschen ein hier. In der Hoffnung. Aber hier war noch irgendwas mit Elevator. Ich frage mich, ob das Vieh dann komplett weg ist. Wenn ich es nicht sehe. Das ist der Untersuchungsraum. Da haben wir eben was gehört. Eine Audionachricht. Das medizinische Labor, ja. Achso, da kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Da kommen wir nicht durch. Okay, alles klar, verstehe. Also so ein bisschen unterteilt das Ganze hier. Sorry, wenn ich hier so lang schleiche. Gott, wo bin ich jetzt reingeraten hier? Wie heißt der Raum? Das ist eine Karte zumindest. Main Lift? Oh Gott. Da läuft es. Habt ihr es gesehen?
Da lief es. Ich bleib mal kurz in der Ecke stehen. Oh Gott, ey. Aber wenn die Tür aufgeht, habe ich ein Problem natürlich. Ich gucke auch nicht mehr weg, ne? Nochmal, so. Also, Mainlift, da ist der Aufzug. Security Checkpoint, Omega Management, Casing, Payload Design Storage. Das ist natürlich jetzt alles auf Englisch dann. Muss ich ein bisschen umdecken. Storage ist Lager, da waren wir drin. Examination Raum, ja. Medical Laboratory, okay. Office, Office, Office. Project Development Hub. Okay. Ach, hier ist noch ein Rechner. Türverriegelung außer Kraft setzen. Okay. Ah. Achso, Systemfehler. Schlosssperre aktiv. Verbleibende Ressourcen 0. Ach okay, wir haben keine Ressourcen mehr, deswegen müssten wir etwas anderes wahrscheinlich deaktivieren. Das Lager. Boah. Konferenzraum, da lief ja nur ein Diaprojektor. Ich dachte, ich hätte das Geräusch gerade gemacht. Untersuchungsraum haben wir auch schon gesehen. Medizinisches Labor. Da. Sicherheit. Sicherheit waren wir noch nicht. Arztbüro, da waren wir noch nicht. Jetzt können wir es aufmachen. Omega Management, okay. Warte, die Webcam. Die macht mir Angst. Oh. Oh, wow. Okay. Lansky ist Fragezeichen dran. Position. Chief Physician. Achso, das ist die Stellung, die hier haben. Wo ist Chan? Das ist ein X durch. Warum auch immer. Akers ist nicht alleine. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen. Türen überprüfen und versiegeln. Die Treppe runter. Die Treppe runter, Shuttle nach Omikron. Okay, das ist unsere Aufgabe scheinbar. Akers ist nicht alleine. 3 Kreaturen. Ich hatte recht. Wir sind nicht alleine mit einer anderen Kreatur, sondern es sind sogar mehrere. Türen überprüfen und versiegeln. Ja, können wir ja jetzt alles versiegeln. Das habe ich ja gemacht, was wir noch nicht gesehen haben. Von daher die 2 und dann halt Treppe runter und dann nach Omikron durch das Shuttle. Jo, das ist unser Ziel, würde ich sagen. Man muss auch Ziele haben im Leben. Finde ich gut, dass wir die alle hier haben. Das ist natürlich immer ätzend, wenn ich die Tür zumache, muss ich auch immer aufmachen. Dann habe ich mal... I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like shanking Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. Okay. Es ist ein Held. Ein Held ist es. Okay. Dann. Da nützt ja nichts, ne? Ich gucke mal, ob die Aufnahme noch läuft. Ich glaube hier runter. Nein, glaube nicht. Das ist ein Aufzug. Ach, hier waren wir schon. Okay, alles klar. Mein Fehler. Ich will es gar nicht sehen. Ich bin direkt an der Tür, ne? Ich kann mich aber nicht mehr wegbewegen. Ich gucke einfach nicht an.
Das sieht doch noch gut aus. Oh, jetzt haben wir so einen Schimmer die ganze Zeit drauf wieder. Nee. Ja, gut, direkt neben der Tür. Das war auch ein bisschen zu eindeutig für das Vieh. Oh, was haben wir denn hier? Mhm. Die haben alle Zeit, ein bisschen was zu spielen. Boah, jetzt schwanken wir sehr. Es geht mir so auf die Augen, ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das, ob es als Omega, Omega, Dings war. Management. Ich hoffe, ich bin richtig. Ah! Alles klar. Jo. So, was haben wir hier? Pathos 2. Wäsche auf. Oh Gott, das war der, ja, genau. Den wollten wir. Ja. Brandon 1, okay. Danke. Spricht er zu uns? Was anderes hat mich gerade bewegt. Entschuldigung. Ah ne, dann ist wirklich Ende. Okay. Brandon, danke. Da wusste, dass du tot bist. Das haben wir schon festgestellt. Warning! Hätte ich eigentlich was machen können, irgendwie wegrennen oder irgendwas. Ich meine, das Dumme war halt, dass ich mich direkt neben der Tür versteckt habe, ist klar. Aber hätte ich noch was anderes machen können? Alter. Hä? Achso, der Stuhl. Aber sonst ist hier nichts zu machen, ne? Kann ich hier nicht irgendwas machen? Das sieht mir so danach aus. Ich höre wieder jemand kommen. Okay. Ich hätte schwören können, ich habe jemanden. Was war das denn? Was war das denn? Hä? Was passiert denn gerade hier? Was ist das? Hä? Was macht es mit mir? Ich meine, ich bin ja eh so ein komischer Typ, aber was war das jetzt für ein... Was war das für ein Schuss? Kann mir das einer erklären? Bitte mal kurz in die Kommentare schreiben. Ach so. Sorry about before, Brandon. Ah. Sorry we couldn't let you rest in peace. How are you doing, my friend? How are you doing?
Ich höre wieder Schritte. Ja. Also wenn ich jetzt tot bin, dann kann ich auch nichts für. Weil wenn die random hier lang gehen, dann dürfte eigentlich ja gar nichts passieren. Die sind immer nicht so langsam, die Viecher, ne? Ich gucke gerade so, weil ich ja so... Ich bin voll im Spiel. Aber ich glaube, hier bin ich eigentlich... Bin ich eigentlich durch, ne? Es speichert, warum? Warum speichert das Spiel gerade hier so? Muss ich doch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Boah, Freunde. Vielleicht doch zurück zu Catherine oder so? Kann gar nicht mehr schnell laufen. Da war's. Lauf, lauf, lauf! Guck weg. Ich guck's nicht an. Wenn wir jetzt sterben, dann weiß ich auch nicht. Ich bin auch tot. Das ist aber auch eine frickelige Kacke, in der wir uns gerade befinden, ey. Ehrlich. Ich bin doch froh, dass ich hier nur zwei Folgen aufnehme heute. Immer so peu à peu versuche ich hier was aufzunehmen. Ja, es wird wieder... Ja, ich höre es auf meinem Ohr, es wird lauter. Ich halte auch mal die Klappe, vielleicht hört das Spiel. Aber es gab dann... Was passiert, wenn ich zweimal tot bin? Bin ich da komplett raus? Das wäre es, ey. Geh weg. Hä? Vor allem, wo ist es? Ich dachte, es stünde genau hinter mir. Hä? Das ist gar nicht hier. Aber ich sehe, ganze Zeit gegrissel. Ach, da. Das heißt, kommt da jetzt hinten raus. Hier, da. Oder wo? Ja. Alles klar. Da war es. Ist ein bisschen wie bei Slender, nicht anschauen. Aber es ist natürlich ätzend, wenn ich hier in der Ecke ganze Zeit stehen muss. Die Frage ist, upsa, nein! Schnell wieder ins Spiel. Ich hab mich nicht bewegt. Ich will weiter. Da kommt's, oh Gott. Logisch ist es eigentlich in meine Richtung, wenn ich das anschaue. Ich bin so neugierig. Wenn ich jetzt rausbewege, dann ist auch vorbei. Könnte ich in der Zwischenzeit noch so ein bisschen WhatsApp-Nachrichten lesen. Schalalalala, ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht. Have fun, good luck, schreibt der Fritte. Sehr gut. Und wir haben ein Präsent gemacht an ein Pärchen, was gerade einen Nachwuchs bekommen hat. Da habe ich gerade das Dankeschön bekommen. Ist aber schnell angekommen. Gestern abgeschickt.
gestern und zwar heute angekommen. Schön. Ah. Ja, das ist jetzt ein bisschen ätzend. Warte, ich guck mal, ob ich mich rumdrehe, wo es steht. Brandon macht mir immer so ein bisschen Angst. Ich glaube, es kesselt mich jetzt gerade ein. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich kann aber nichts machen, außer hier in die doof in die Ecke gucken. Und warten, dass das weg ist. Tja, das Bild wird nicht besser. Ich lege es auch ein bisschen drauf an, glaube ich, ne? So gerade. Was provoziert. Ja. Da kommt es nochmal. Oh, Freunde, es tut mir sehr leid. Es riecht vielleicht auch mein Angstschweiß. Oder meine volle Hose, das kann auch sein. Jetzt läuft es da draußen rum. Ist die Frage, ob ich das, muss ich mal kurz Pause machen, ob ich dann schnell abhauen kann. Aber... Und ob es nur das eine ist, was gerade hier rumläuft, das scheint mir auch vielleicht ein bisschen viel mehr zu sein. Ja, ich glaube, da war nämlich Ende gerade da an der Stelle. Da konnte es gar nicht weitergehen. Das ist hier natürlich eine ganz beschissene Situation, in der ich mich hier gerade befinde. Tja. Werde ich mutig sein? Ganz ruhig bleiben, es ist nur ein Computerspiel. Jetzt habe ich natürlich viel, viel schlechtere Übersicht. Brandons Füße. Hä? Ist's weg? Warum ist es weg? So spurlos. Vermeintlich ist es weg. Okay, Leute, ich laufe nochmal kurz. Laufen. Ich laufe nochmal schnell zu Brandon. So, weil an dieser Stelle... Puh, Freunde. Möchte ich mich kurz von euch verabschieden und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Es war ein leichtes, kleines Versteckspiel, was wir hier gemacht haben. Wir sind noch einmal gestorben. Da habe ich mich natürlich dummerweise direkt neben der Tür versteckt. War nicht so clever. Ich glaube, Besserung. Und ja, wenn du nichts verpassen möchtest, empfehle ich dir, abonnieren, Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denn du bekommst Bescheid, wenn die neue Folge online ist. Ja, und außerdem gerne noch was in die Kommentare schreiben. Oder bei uns auf dem Discord. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.